Guten Tag. Und ich kann wieder reden. Daniel kann wieder reden. Aber noch keine hohen Töne, deswegen kann ich leider nicht singen und euch erheitern. Erheitern? Ja. Fragt sich, ob das Erheitern wirklich ist. Oh, ich hab Quitsch vergessen. So. Es geht weiter mit Oneiros. Da waren wir stehen geblieben. Domi isst nebenbei, nicht wundern. Ja, ja. Ein paar Nuggets. Und Chili Cheese Nuggets habe ich auch da. Und die Frau schläft. So, genau. Wir sind in Oneiros, nicht vergessen. Diese tolle, super Zauberwelt. Und hier dürfen wir sehr, sehr viele Sprungeinlagen und so einen Scheiß machen. Mit Haste? Jetzt muss ich erstmal diese kleinen Mistviecher hier. Ach, die sind auch wieder da. So, es ist tot. Ich hasse die Mistviecher. Hast du diese groben Viecher? Ja. Ja. Merkst du das? Oh, ich habe zum Glück noch viel Heilung. Volltreffer, würde ich da mal sagen. Ich bin eben gut. Jetzt warte ich erstmal, bis diese Psychedelic-Scheiße da aufhört. Das dauert mir viel zu lang, ehrlich gesagt. Wow. Oh, okay. Speichern. Ja, ja. Lang ist es her. Ich höre den Amplifier. Ich sehe ein Monster. Ja, es ist tot. Ich habe ja schon mal gesagt, das sind die Ureinwohner von Oneiros. Der ist hier. Fresschen! Der ist hier. Ich will ihn haben. Weil er mir so gefällt. Der passt perfekt zu deiner Handtasche. Oh, ja. Von der Farbe. Oh! So schön rosa. Oh. Sprung. Sprung. Geschafft. Ich hab ihn. Ein Buch. Der Otto? Ah, das ist ein Tagebuch von Otto Kaisinger, das lese ich mir jetzt aber nicht durch. Oh. Ja, ne, die schon wieder. Stimmt, die kommen nämlich da auch. Ziemlich kacker, wenn du mich fragst, weil ich mag die nämlich nicht wirklich sonderlich. Ah, na. Ich bin auf Arbeit, habe ich fast meinen Feierabend verschlafen. Du verschläfst deinen Feierabend? Ja, weil ich... Auf Arbeit! Ich bin momentan der Einzige bei uns im Raum. Die anderen haben Urlaub genommen inzwischen, die Feiertage. Und... Es ist halt leer. Ich meine, es ist keine Sau. Ich muss praktisch nichts machen. Ja? Du sitzt rum und... Ja, passt. Richtig, genau. Und ich mache den ganzen Tag eigentlich jetzt... Naja, ich arbeite schon was, aber ich kann jetzt entspannt erarbeiten. Erarbeiten. Ich viel Kaffee. Jedenfalls, ja, aber ich hätte mehr trinken sollen, weil ich bin nämlich eine halbe Stunde vor Feierabend eingenickt auf dem Stuhl. Ich habe schon Angst gehabt, dass da irgendjemand reinkommt. Was brauche ich hier? Energy Key. Nee, da stand you used Energy Key, oder? Nee, you need to use. Okay. You need an Energy Key. Upsi. Bin ich fast eingeschlafen. Und ich habe fast unseren Release versaut. Während fast auf Krankenhausrechnern veraltete Daten aufgespielt worden. Update. Echt? Ja. Aber naja, was soll's. Ja, aber wir hatten Release. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, Otto Kaisinger? Nein. Auf jeden Fall haut's ab. Auf jeden Fall zucken meine netten Viecher so rum. Ja, der kann es auch. Scheinbar. Ja, weil wir hatten nämlich Release von dem Patch und ich habe das Paket gebaut. Und die Leute vom Customer Service, die haben das schon verteilt gehabt auf ein paar Kundensites. Und ich habe jetzt heute Morgen den Verdacht gehabt, dass da einige Files von einem alten Bild sind, also veraltet. Und ich habe das aber zum Glück nachgeprüft und es waren dann doch die richtigen Files. Gut so. Es wäre ein alter Patch aufgespielt worden, aber ist egal. Voll die einen Schock gekriegt heute Morgen. Ich will den haben. Vertraue der Luft. So. Vertraue der Luft. Das ist ein Blödsinn.
Was denn? Das hat doch geklappt. Ich habe schon zwei Amplifiers da uns. Komm ich wieder nicht hoch. Was sagen meine schönen, netten, lieben Köpfe? Dass da eine Health Vial ist. Diese Scheiß. Na? Nerv! Gott, hält das FIFA so aus. Sag mal! Na gut, nein. Das war ein Zauber. Ich wollte nicht Zauber auswählen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind hier noch Objekte, deswegen nehme ich mal an, du warst hier noch nicht. Vorsicht, da ist was. Ich weiß. Wow. Leck mich am Anus! Oh nein, das wird so was anderes für mich. Wow! Wow! Wo ist es? Da oben. Ah! Was macht der mit dir? Er hat mich durch die Brust geraped. Tentacle-Rape. Tentacle-Rape mal ganz anders. Shit! So. Oben ist er. Oh, die zerplatzen zum Glück recht schnell. So, jetzt lasse ich den los, damit ich einen Quickie machen kann. Mhm. Mach vielleicht den Ton ein kleines bisschen leiser. Jetzt haben wir wieder Echo in der Aufnahme. Yay. Da ist was. Lauter ein Schädel. Hoffentlich hält der nicht so viel aus wie der davor. Das war ja nicht mehr feierlich. Na, komm her, ich bring dich um. Look around, das mach ich aber gleich. Ja, lass mich halt schnell. Sind die vielleicht feuerresistent? Vielleicht. So, jetzt kannst du look arounden. Aha. Ich glaube, das ist aber das Ding hier, oder? Ja, das Portal. Ja, vollgefressen. Huiuiui. Na, ihr Lieben. Ich finde die knuffig. Wen? Also die Schädel und die Ureinwohner. Achso, okay. Ja, die Schädel ist sowieso. Das Spiel ist allgemein so knuffig und golden. Ach, so süß. Ich schau dir mal diesen romantischen Himmel an. Oh. War schon was? Wo? Ich glaube, die streiten sich unten da. So, okay. Ne, der eine, der zappelt voll. Epilepsie? Hallo, was geht denn ab? Ne, da oben ist nichts. Ich gehe jetzt einfach mal peu à peu da rein, um zu sehen, was passiert. Du kannst mir mal die Skier geben, dann zünd ich sie gar an. Die liegt schon längst da. Ich folge jetzt einfach mal dem Schlauch, weil ich sehe sie nämlich. Liegt auf dem Rechner. Oh, ups. Oh ja, wie sollte ich dir auch? Ja. Ja, so ist besser. Na! Ah! ja, so viel da. Jetzt. Machen wir das so. Ja, das ist besser. Wir haben gerade ein logistisches Problemchen. Ja. Ja. Ich habe gesehen, da war ein Loot-Schein. Nix. Dankeschön. Rüpel. Fliege. Ich höre sowas doch gerne. Komm ich da hoch? Komm ich da durch? He is free. Free like the wind. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab seinen Arsch im Gesicht gehabt. Das ist jetzt nichts Schönes, nehme ich an. Ah, wie ihr seht, ich muss hier auch sehr viel laden in Nairos. Es ist jetzt mal ein Geschmack. Erst Chili Cheese Nuggets und jetzt den Geschmack von einer Bubblegum-Shisha. Das ist ja schlimmer als mein Schubex Zweierlei, den ich mir heute gegönnt habe. Ich habe neulich gelesen, dass eine Shisha 50-fach so viel Nikotin hat wie eine Zigarette. Natürlich nimmt man jetzt natürlich nicht das komplette Nikotin auf, weil man ja nicht direkt auf Lunge eigentlich raucht. Aber ist trotzdem erschreckend. Ich glaube, wir machen uns ziemlich kaputt, Domi. Und? Energy Key.
Wo ist da das Problem? Was? Ich hab nichts gesagt. Ja, gut, gut. Nicht schon wieder! Du machst dich auch kaputt, Daniel. Oh, schau mal her, Foodshop. Wer gerieben hat damit? Ah, du bist widerlich. Ich? Ja, schon. Nie. Wahrscheinlich hat er sich noch, keine Ahnung, die ganze Zeit, wo ich hier war, kein einziges Mal die Socken ausgezogen. Wir sind vorher noch in Hundescheiße getrieben. Ja. Ohne Socken. Ohne Schuhe. Mit Socken. Ja. Mit Socken. Lebt schön. Skat Food. Food. Skat Food. Scheiße. Ach ja, genau, ich muss in das andere Portal da hinten. Ah, du machst mich fertig. Ich mach dich fertig. Heute schon. Von wem habe ich denn diesen ganzen Wahnsinn? Von mir nicht. Ja, bestimmt. Ich bin lieb. Ey, will ich das haben? Das ist ein Hellfire. Was bringen die mir eigentlich? Ich hab die doch gar nicht im Inventar. Wahrscheinlich ist das sowas wie Spartanleben? Nee, ne? Eben nicht, nee. Wo ist es? Ah, da. Ich glaube, hier ist Ektoplasma eigentlich recht gut. Na komm, einmal noch. Ich will dich sterben sehen, ich will dich sterben sehen. Ich du kotzt will mich an im ernsthaften Sinne. Hä? Ja, es ist mir so egal. Jetzt kommt's da vorne. Muss nicht sicher halten einiges aus hier. Wie gelangt's denn? Ich hab nur noch 3 Schuss. Oh. Aber du weißt, wo du hin musst, ne? Weil du hast ja den Energy Key. Richtig, genau. Gut, gut, gut. Weil ich bin gerade ein bisschen gut. Orientierungslos. Nee, ich muss jetzt da vorne links lang. Und dann bin ich da, wo ich hin muss. Na, hast du jetzt wieder eine Idee? Keine Ahnung. Platt. Teleporter? Auch mal einen normalen Safe. Sicher ist ja sicher. Miau. Website. So. Loading. Loading. Okay, ich kann normal springen. Ich glaube, hier brauche ich Haste, huh? Yep. Geht's erst hier lang. Schaut schöner aus. Ja, ich glaube, das ist sicherer. Vielleicht sind irgendwelche Health Wilds mal irgendwann ein Medpack? Ich weiß vielleicht, nicht. Vielleicht habe ich die so lange ich hier nur Nairos bin. Ich höre doch hier was. Ach nee, die sind noch nicht. Kurz wieder. Wow, wow, wow. Du machst es ja dramatisch heute wieder. Nahkampf. Bloß in den Wilds verhält sich das ja irgendwie so, ne? Immer wenn ich eins aufgesammelt habe, dann. Habe ich die jetzt eigentlich? Habe ich die nicht? Unser Health zählt das einfach nur, schau. Ach, das ist einfach ein Health Pack. Ja. Na, 29 Health Packs. Uiuiui. 29? Ja. Nee, 20. Ups. Ja, die Schrift ist ein bisschen klein, glaube ich, von dir da drüben aus. Ah, okay. Ich dachte schon. Ich auch. Ist das hier? Komm ich nicht durch, ne? Hey, du hast doch Dispel Magic. Du bist ein Genie, Dominik. Danke, Daniel. Das ist da oben. Das zweite Mal, wo man sowas braucht. Hey. Ist gut. Es sind tatsächlich noch 2. Ja, ich glaube, das bringt ein bisschen mehr. Ja, er ist schon weg. Zweiten macht es komplett Ektoplasma. Kalt. Was? 3? Aber vielleicht war es der zweite. Sag mal, das werden immer mehr. Ich glaube, die spawnen. Du weißt, ob ich so etwas hasse. Ja, okay, die spawnen nicht. Süß! Das hat sich bei denen immer sehr bewährt. So viel dazu. Die verlieren sehr viel Blut.
Nee, meine Schädel sind mit roter Farbe gefüllt. Ketchup. Ja. Oh. Gut, die hohen Töne gehen echt noch nicht. Nee, lass das lieber, sonst verlierst deine Stimme nochmal. Ja, so eine Stimmbandentzündung ist echt nicht lustig. Ah! Der macht schon wieder was. Der hat dir eine freundliche Zugucken. Du erschießt ihn gleich. Ich hab ihn nicht erschossen. Ich hab nur nette Präsente. Fünf rote Schädel. Ja. Die einen ein Bussi geben. Ohne Lippen. Gefühl. Ich nehme wieder mein Ektoplasma. Vertraue der Luft. Oh nee. Triffst du auch mal? Oh. Das quält mal. Du hast immer so überzeugende Argumente. So voll in die Fresse. Was willst du denn da bitte Vertraue der Luft machen? Jetzt pass auf. So was hab ich mir schon fast gedacht. Ja, der Blitzzauber ist irgendwie bis aufs Ende und mit Verbindung mit der Armbrust irgendwie ziemlich sinnfrei. Aber du hast ihn voll gebufft. Richtig. Weil wir haben eh genug Amplifier, um Dispel Magic oder sowas zu buffen, ist ja Blödsinn. Attacke! Das reicht mir bis in Quake 3. Okay, Low Gravity? Ach, das fehlt noch. Ja. Obwohl, dann müssen wir eher Unreal Tournament. Das solltest du lassen. Schaut aus, dass du aber gerade auf der Schüssel sitzt, ey. Nochmal schnell einen abseilen, bevor der stirbt. So Motion Capturing auf der Toilette, keine Ahnung. So, jetzt speichere ich aber mal. So. Ich sollte vielleicht warten einfach. Probieren wir es mal mit warten. Aha. Wir müssen einfach mit dem richtigen Weg laufen. Wieder zurück? Oh, ich lass es. Okay. Nee. Da lang. Nee. Irgendwie erinnert mich das an Ripper. Weißt du warum? No. Weil Falcon Nettie's Well genauso ausgeschaut hat. Echt? Ja, so rot halt und... Ah. Mach mal's. Okay. Quick save, ja. Ich hab schon verstanden. Falconetti's well. Catherine's well. Oh Gott, erinnere mich bloß nicht an Ripper. Das war so grauenhaft schwer. Es war ein geiles Spiel. Ein geiles Adventure, das stimmt, ja. Aber mit das Schwerste ever. Ey, und wir haben ja noch Glück auf schwer gestellt, ne? Keine Hilfe bei den... Und die Rätsel waren schwerer. Erinnerst du dich noch an das Horoskop? Silver Bullets. Das Horoskop, das war ein geiles Rätsel, das hast du gut gelöst. Aber wir sollten nicht nur von Ripper reden, weil... Wenn wir Undying spielen, ja. Ja, und vor allem, ich glaube, die Leute verstehen nicht wirklich, was wir da... wovon wir reden. Ja und? Bist du der Einzige? Angsthase. Oh, der lebt noch? Nee, der nicht. Doch. Ach, egal. Der hat mich aber erwischt, hat Auer gemacht. Hat ja einen Knutschfleck verpasst. Wir müssen hier übrigens das, Kühe. Hier. Wir müssen hier. Nee, wir müssen hier das Monster killen, das im Gelserbar Stone, gebunden ist. Aber der ist doch so knuffig. Das wurde in Ambrose gekillt hat oder angegriffen hat. Ich glaube, das ist sogar da drüben. Das müssen wir umbringen. Oh, das ist ein Teleporter, da gehe ich erstmal nicht rein. Und da vorne wäre ein Teleporter gewesen, aber ich gehe da lieber nicht lang. Da komme ich sicherlich bloß hoch.
vertraue niemals Level-Designern. Oi, okay. Aha. Aha! Gibt's hier Low Gravity? Ja. Wie wär's denn mit hier?